Alexander von Lernbord und heute haben wir das Thema die drei größten Lügen in der Beziehung. Es ist so, dieses Beziehungsschema gibt es seit dem 17. Jahrhundert und so wird es auch vom Hollywood beigebracht, in der Schule wird es uns beigebracht, von den Eltern wird es uns beigebracht, weil die es nicht besser wissen. Da sagte einer ganz gut, und zwar das erste, Mann, meine Güte, meine Hände sind schon fast steif gefroren, so lange stehe ich schon hier. Und zwar, das erste ist, man braucht Geld und gutes Aussehen, um erfolgreich bei Frauen zu sein und auch umgekehrt, dass die Frauen bei Männern erfolgreich sind. Stimmt nicht ganz. Gutes Beispiel dafür sind die ganzen Stars. Sie haben viel Geld, teilweise, sag ich mal, und also ist sie nur die halbe Wahrheit. Viel Geld und sehen gut, meistens gut aus. Meistens. Meistens. Hast du mal eine nach dem Aufstehen gesehen gehabt, dann weißt du, wovon ich rede. Aber gut. Das ist das Erste. Die kommen ja zusammen und trennen sich nach einer Weile. Sprich, Mythos, Beziehung, viel Geld und viel Geld und gutes Aussehen stimmen nicht ganz. Das Zweite ist, der soziale Status, beziehungsweise man lebt sein eigenes Leben. Die meisten gehen hin und suchen eine Freundin, sie suchen bedürftig eine Freundin, weil das ja von der Gesellschaft so vorgeschrieben ist. Du bist nicht komplett, wenn du keine Freundin hast. Meiner Meinung nach, und viele andere teilen diese Erfahrung und die Meinung auch, stimmt nicht. Du bist, in allererster Linie, sollst du dein eigenes Leben leben. Denn wenn du dich mit einer einlässt, dann wird sie Teil deines Lebens. Und indem sie Teil des Lebens ist, bist du für sie verantwortlich und sie ist für dich verantwortlich. Wenn du allerdings hingehst und bedürftig erscheinst und sagst, ja, ich muss sie unbedingt haben und so weiter und so fort und ohne dich kann ich nicht leben, was die meisten, wo ich in Facebook die meisten Sprüche lese, du bist meine Einzigartige und so weiter. Und ganz ehrlich, dann kann sie doch sich unterbewusst denken, ja, was soll ich mit dem Typen anfangen, der braucht mich, ja, wie soll der mich beschützen und sonst was. Und dann gibt es die andere Kehrseite, die Leute, die viel unterwegs sind. Beispielsweise in Bars oder beruflich Leute kennenlernen und so weiter und so fort. Da haben auch die meisten Frauen, meiner Meinung nach, also nicht, sag ich mal, diejenigen, die Menschen, die sich nicht so gut weiterentwickelt haben, beziehungsweise die sich nicht weiterentwickeln wollen oder können oder sonst was, die haben dieses Eifersuchtsgefühl. Die möchten, die binden, indem sie sagen, ja, du hast mit mir eine Beziehung, die binden einen. Männer sagen, du hast eine Beziehung. Und du darfst mit keinem anderen Kerl sonst reden, weil du bist an mir untreu, stimmt nicht. Ich kenne so viele Leute, die reisen um die Welt und die müssen beruflich neue Leute kennenlernen oder halt so aus Spaß. Indem sie diese neuen Leute kennenlernen, bereichern sie ihr Leben. Aber es gibt Leute, die wissen es natürlich nicht besser, die verbinden damit ein Eifersuchtsgefühl, ja Moment mal, wenn der jetzt mit der Frau unterwegs ist, dann kann er ja fremd gehen. Aber überlegt mal euch, wenn, gut, zu dem Thema Beziehungen, wie die meisten Beziehungen hier sind, sage ich vorher erstmal nichts. Ist ein eigenes Thema für sich, ist auch ein großes Thema, aber wenn ihr mit einem oder einer eine Beziehung führt, dann habt ihr im besten Falle, wie es eigentlich sein sollte, auf der emotionalen Ebene Gemeinsamkeiten. Ihr vertraut euch, aber nicht wie die meisten Oberflächenbeziehungen. Ich muss eine Freundin haben, da ist die nächstbeste, den nehme ich. Oder da ist der nächstbeste, den nehme ich. Weißt du, das ist schwachsinnig, ganz einfach. Und es sollte auch nicht so sein. Und deswegen kommt dieses Eifersuchtsgefühl, ja, wenn die jetzt oder wenn der jetzt unterwegs ist und neue Frauen kennenlernt oder einen neuen Mann, neue Männer kennenlernt, kann er mir fremd gehen. Stimmt nicht. Die Beziehung, die ihr führt, ist auf einer ganz anderen Ebene, sollte zumindest auf einer ganz anderen Ebene sein, als derjenige, wenn euer Partner oder Partnerin unterwegs seid in der Welt, dass sie, sprich, mit einem Fremden hat. Denn am Anfang habt ihr, am Anfang, wo ihr euch unterhaltet, seid ihr auf einer ganz anderen Ebene. Und deswegen sind auch die Leute, also ich kenne einige Leute, die sind viele unterwegs, reisen auch viel, sind viele unterwegs und die führen eine glückliche Beziehung. Die Partnerin oder der Partner weiß, ja, die kann mit dem Typen oder mit der Frau nicht die Beziehung haben, die wir miteinander haben. So, grob gesagt. Dann gibt's das war zum zweiten Aspekt, sprich die Bindung, also die Beziehungsebene, die man hat. Und dann gibt's noch das dritte ist,
mit der Weiterentwicklung. Viele sagen, ja, Moment mal, wenn du dich beispielsweise mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und so weiter beschäftigst, dann bist du ja nicht mehr du selbst. Du bist du selbst, nur etwas weiterentwickelt. Der Mensch an sich ist ein ist einer, der sich eigentlich immer weiterentwickeln sollte. Er sollte immer weiter lernen. Das heißt, wenn ihr aus der Schule kommt, heißt es nicht, dass ihr mit dem Lernen fertig seid. Da beginnt erst das richtige Leben. Denn in der Schule bekommt ihr die Grundvoraussetzungen, um überhaupt in der Gesellschaft agieren zu können. Ein Fundament aufzubauen. Und dann gibt's, aber das mache ich erst später, dieses Thema mit der Angst und so weiter. Die meisten haben Angst, einen bestimmten Beruf auszuüben, weil die meinen, ja, die sind nicht gut genug. Natürlich seid ihr am Anfang nicht gut genug dafür, weil ihr habt nicht das nötige Wissen dazu. Aber das spreche ich dann später an. Soweit ich die Erlaubnis habe, ich habe da eine kennengelernt gehabt, die gibt gute Ansätze in einem anderen Bereich und die würde ich gerne aufgreifen, aber da muss ich erstmal die Erlaubnis von der haben, dass ich sie namentlich erwähnen darf. Ja, kommen wir nun zu dem anderen Punkto. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Genau, das mit den Weiterbilden. Ihr solltet euch weiterbilden, ihr solltet eure Persönlichkeiten weiterentwickeln, denn wenn ihr unterwegs seid in der Stadt oder in der Bar oder sonst auf irgendwelchen Veranstaltungen, die Leute, das heißt nicht umsonst, die Leute haben verschiedene Ansätze, denn je mehr einer gebildet ist, desto schwerer fällt einem, der nicht so gebildet ist, sich mit dem einen zu unterhalten, weil die haben keine gemeinsamen Interessen, beziehungsweise die haben kein gemeinsames Thema, worüber die reden. Ihr glaubt doch nicht wirklich, wenn einer hingeht, ein 18-Jähriger, zu einer 32-Jährigen oder zu einem 25-Jährigen oder 27-Jährigen Student, der BWL studiert und der hier der eine 18-Jährige, der gerade mal seinen Realschulabschluss so gerade mal geschafft hat oder teilweise sein Abitur teilweise geschafft hat, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass er mit der oder mit ihm so gut unterhalten könnt. Das könnt ihr knicken. Das funktioniert nicht. Ihr müsst euch weiterentwickeln. Also sprich, vergesst nicht, das erste ist, ihr braucht nicht viel Geld, ihr müsst auch nicht sehr gut aussehen, um mit Frauen erfolgreich zu sein oder mit Männern erfolgreich zu sein, denn beispielsweise der Stars, was ich am Anfang des Videos erwähnt habe, mit den Stars, dann gibt es noch das Thema, das zweite ist das Vertrauen an sich, beziehungsweise der soziale Status, man lernt Leute kennen und so weiter und so fort, die Beziehungsbindung, welche Beziehung man wirklich führt, eine oberflächliche oder eine tiefere Beziehung. Und das dritte halt in der Weiterentwicklung. Ihr solltet euch weiterentwickeln. Ganz einfach. So habt ihr auch die mehreren Möglichkeiten. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.